Möchte ich Ihnen noch jemand sagen? Drei Kameras. So, wir sprechen einfach Leute durch an. Und Leute, mischen uns. Ja. Wir fallen nicht auf. Ich gehe jetzt hier so gerade neben Ihnen her. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja, selbstverständlich. Sind Sie Bundeswehrsoldat gewesen? Ja. Hier in dieser Kaserne? Der Kaserne ist 2,5 Jahre. Und wie lange sind Sie? Also 2,5 Jahre hier in Gorch. Ja, in Gorch. Und wie hat es Ihnen hier gefallen? Schön. Sind Sie gern Soldat gewesen? Boah. Kann ich eigentlich ja nicht mehr so beantworten. Aber Spaß hat es gemacht. Was führt Sie denn heute an diesen Ort zurück? Das Treffen mit Ehemaligen. Aber darauf haben Sie sich gefreut? Ja, darauf habe ich mich gefreut. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Danke zunächst. Entschuldigung, darf ich Ihnen zwischendurch mal ein paar Fragen stellen? Ja. Gehört Ihnen der Hund? Nein. Was hat Sie dazu veranlasst, einen Tag Ihres Wochenendes zu opfern, um hier zu sein? Veranlasst hat mich dazu ein Wiedersehen mit meinen alten Kameraden. Sie haben hier in der Reichswehrkaserne Dienst getan? Ja, vor 38 Jahren. Wie lange sind Sie insgesamt hier gewesen? Ich bin 2 Jahre hier gewesen. Und waren Sie gerne Soldat? Ja, hier schon. Woanders weniger? Woanders sicherlich weniger. Ja, dann haben wir uns immer beneidet darum, dass wir hier waren. Ja, dann haben Sie sicherlich doch einen schönen Grund, heute wieder hier hinzukommen. Ganz genau. So dann wünsche ich Ihnen viel Spaß im weiteren Verlauf hier. Aber schön kühl war es hier auch. Als Ausnüchter sich hier gelegt. Der kennt dann scheinbar. Ich kann mich auch nicht von ihm. Ich weiß, wo der gleich mal den Kopf da gelegen haben. Alles frei und dann war hier alles voll. Hier war der Koksbuch. Genau. Dann weißt du auch noch. Ja. Ich habe immer gestapelt. Da wurde auch mit heimischer Kohle geheizt. Nicht mit russischem Erdgas. Darf ich Ihnen auch mal ein paar Fragen stellen? In welcher Funktion sind Sie hier gewesen in Gorch? Wir waren Radarflugmelder. Wir waren im Uedem in der Radarstelle. Und Ihre persönliche Aufgabe hier war damals? Luftraumüberwachung und Maschinengewehr bedienen. Kontrollen des Luftraums. Aber es hat Ihnen gut gefallen hier? Ja, ich war 4 Jahre hier. Und wie ist es zu diesem Treffen heute gekommen? Wer hat das organisiert? Organisiert haben das 2, 3 von unseren ehemaligen Kameraden hier, die mal im Herbst auf die Idee gekommen sind, mal rund zu fragen. Ja, und dann haben sie sich ins Internet reingehangen und haben uns alle wieder ausgegraben. Und so ist das zustande gekommen, dass wir uns jetzt nach 38 Jahren erst mal wieder treffen. Haben Sie gute Erinnerungen an Ihre Bundeswehrzeit? Oh ja, nur. War die beste, schönste Zeit meines Lebens. Dienstlich oder privat? Egal. Wie war das noch mit der Mühle? Dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin noch einen schönen Tag hier in Gorch. Großes Projekt. Entschuldigung, darf ich Ihnen mal 2, 3 Fragen stellen? Aber gerne. Sie haben ein T-Shirt der Deutschen Flugsicherung an. Sind Sie dort beschäftigt? Ja, also ich war dort aktiv beschäftigt, bin jetzt im Vorruhestand. Ist das so ein in Anführungszeichen Abfallprodukt Ihrer Bundeswehrzeit? Haben Sie hier eine Ausbildung gemacht bei der Bundeswehr, die Sie zu diesem Dienst dann befähigt hat? Also ich muss sagen, dass die Zeit hier bei der Bundeswehr war für mich in beruflicher Hinsicht ein großer Glücksfall. Ich wusste nämlich nach dem Abitur gar nicht, was ich machen wollte und habe dann hier in Gorch gelernt, dass es eine Flugsicherung gibt, habe mich dort beworben und es war der Glücksfall meines Lebens. Dann gratuliere ich Ihnen dazu und wünsche Ihnen hier einen schönen Tag mit Ihren ehemaligen Kameraden. Viel Spaß noch. Dankeschön. Entschuldigung, darf ich Ihnen auch 2, 3 Fragen stellen? Ja. Sie sind auch ehemaliger Bundeswehrsoldat, haben mit den anderen Kameraden hier zur gleichen Zeit gedient? Ja, ich bin 61 nach hier hingekommen und war bis 1994.
hier in der Kaserne. Was mich dann noch mal interessieren würde, ist, wie ist Ihr Eindruck von der Bundeswehr heute? Puh, tja, was soll ich dazu sagen? Die hat sich ja total alles geändert. Ne? Durch die Auslandseinsätze ist es erstens mal gefährlicher geworden und irgendwie auch globaler. Ne? Also Sie finden schon, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr ein völlig neues Bild vermitteln? Ja. Finden Sie, dass die Darstellung der Bundeswehr, also dass der Dienst, den die Soldaten leisten, in der Öffentlichkeit ausreichend Anerkennung findet? Teils, teils, oft nicht. Und was glauben Sie, woran das liegt, wenn es nicht so gut rüberkommt? Ich weiß nicht, an unseren Politikern vielleicht. Könnte man meinen, könnte ja. Man meinen, ja. Gut, wollen wir das ernste Thema lassen und zum Spaß zurückkommen. Was hat Sie veranlasst, also wer hat das heute organisiert, dieses Treffen? Das hat der Heiner Zehnfertig organisiert. Und der hat uns alle angerufen und die Adressen zusammengestellt und hat den Termin dann gemacht. Stehen Sie mit Ihren ehemaligen Kameraden auch noch außerhalb dieses Treffens in Kontakt? Ja, mit dem Heiner Zehnfertig ständig noch. Das ist ja schön, dass sich sowas über so lange Zeit hält. Das sind schon 38 Jahre. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch heute hier eine schöne Zeit in Goch. Vielen Dank. Danke.